Jetzt brauchen wir nur noch Wasserschnörbeltier. Wie wir den ausbrüten, weiß ich jetzt noch nicht. Aber es hat bestimmt was mit Wasser zu tun. Und ich brauche euch einen Gegenstand, damit ich einen Fächer machen kann. Mit dem Apotheker kann ich bestimmt auch noch euch was machen. Ah, der Rufus geht voll ab. Da haben wir doch auch noch ein Ei. Aha, da ist noch eins. Tirili, meine Sammlung wächst. Erdhügel. Okay. Erdmenschenfalle. Stein. Muss einfach nehmen. Also. Also ich kann das praktisch so drauf tun und hier einen Erdmenschenfalle machen. Ich weiß ja nicht, wo er auftaucht, ne? Hey, stehen geblieben! Geht er da runter? Geht er da hoch? Geht er da runter? Okay, kann ich das jetzt hier? Nein. Wir kaufen nicht. So und so, dass der nirgendwo rankommt. Und da geht er da hoch. Das stimmt, hat er ja gerade auch gemacht. Okay. Moment. Box, bitte. So. Kann ich das einfach so drauf tun? Nee, geht nicht. Ach Mann! So. Ja. Das ist ja komplett anders. Warum? Ah, hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Ich hab das einfach ohne Sinn und Verstand gemacht. Schnabbelt ja. Durch dich denn. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Erdschnabeltierkolonie. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt. Wie tut man den denn ausbrüten? Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Nee, aber ich weiß was. Ich hab damals schon versucht, ist das schon vorzeugen her. Beim Doc. Doc seiner Werkstatt. Wenn ich es mal finde. Ja. Da hat man doch versucht, bei dem Gefrierschrank Eis rauszuhacken. So. Ich komme darauf zurück. Okay, kann ich das Ei vielleicht einfach so reinhauen? Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in Gefäden nur noch die Erde. Och man, dann holen wir die Erde. Naja, nehmen wir mal die Karte. Was ist hier oben? Spaten. Kübel voller Erde. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Ich habe doch hier einen Eimer.
Auch dazu würde... Aber ich lehne es... Das kann ich auch ohne... Ich mag das Gefühl, wenn es lose in der... Ach, Flüssen kann ich doch nicht als Erde benutzen, oder? Und ich habe ja nicht umsonst den Kübel voller Erde, kann ich ja... Laut Fibel brüten aber ich schätze, dass es bis Wintereinbruch noch ein bisschen hin ist. Und überhaupt, lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte... Kann man vielleicht was aufsaugen? Meine Sachen sind auch so schon schmutzig. Ich muss sie nicht noch... Nein. Werkstatt, wo war bitte Werkstatt hier? Ja. Farbeimer, ich weiß nicht, was ich mit dem... Moment. Zebrafisch. Kommen wir dann drauf zurück. Bisschen Eis könnte ich gebrauchen. Gib mir doch mal euch was. Ich komme darauf zurück. Kann ich das Ei in den Eimer legen? Das kann ich auch ohne Eimer transportieren. Ich mag das Gefühl, wenn es lose in der Hose hin und her klötert. Mal zu. Schalter. Ab. Nicht vielleicht. So ich komme Wasser. Darauf zurück. Schalter. Kannst du Fisch vielleicht doch reinhauen? Welche Schnabeltiere? Gleich nochmal in der Fibel nachblättern. Ah ja, es waren Erdschnabeltiere. Wer soll sich die wusste, das hat was mit damit zu tun, oder? Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Ich würde zwar wetten, dass ich das auch irgendwie einfacher hinbekomme, aber ich lasse es lieber nicht drauf ankommen. Da steht, es gibt nur eines dieser Art pro Generation. Okay. Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Ich komme darauf zurück. Mann, ich fange zu weinen. Ich hab doch nicht umsonst diesen Spat. Ein Dings kann ich damit nicht herstellen. Aber ich lehne es. Ein Fächer? Also muss ich doch irgendwie. Warte, wir sind immer hier. Wir werden bestimmt auch nochmal wiederkommen. Aber ich will nochmal schnell versuchen, ob das geht. Kann ich den einfach hier eindunken? Voila, ein Zebrafisch. Muss doch, das geht so einfach. Guck mal, Norbert, wie wir den auskriegen. Jetzt bin ich bei diesem Erdmensch gespannt. Ich hab hier Erde. Na super, noch mehr Dreck. Norden? Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Ich hab doch einen Eimer. Das kann ich auch ohne. Ich mag. Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Das habe ich schon vor uns gerade versucht, hä? Das ging nicht. So gefrorene Erde, ne? Da muss ich die bestimmt erstmal raus. Durch die Erde. Kannst du das Eidlein mit reintun? Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. Gut, dann haben wir das. Dann tun wir das hinein. Na, wer ist denn das? Abubububububu. Mit Finger abbeißen. Na, holla. So jung und schon so angriffslustig. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Er will wohl nicht, ja? Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Kann man jetzt nehmen? Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Es möchte nicht.
Kann man den jetzt einfrieren? Nein, der Eisblock sitzt zu fest. Ich brauche wohl Werkzeug. Ich hab einen Schraubenzieher. Damit kann ich höchstens ein paar Eiswürfel abklopfen. Ich brauche besseres Werkzeug. Besseres Werkzeug? Spaten? Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Kalt. Okay. Schön. Damit haben wir unser zweites Schnabeltier jetzt gleich im Nest. Guck, die Schnauze ist schon aufgefroren. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Das ist komisch da. So, damit haben wir's fast geschafft. Brauche ich nur noch ein Behältnis für... Kein Behältnis. Also, dass ich die Windhose da umstrukturieren kann. Umbauen. Das wird nicht gehen. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Das heißt, ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. Wie habt ihr uns gesagt, dumm hat Glück nach. Komm, Schnabli, Schnabli. Ha, ich hab's. War hier das Nest? Da ist es doch. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Greifen 4. So, dann müssen wir jetzt nur noch... dieses Dingel da ist. Schlüpfen lassen. Zu spät, er ist schon tot. Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Und mein Inventar wird immer kleiner. So mag ich das ein bisschen aufgeräumter. Ist noch nicht aufgeräumt, aber es wird schon besser. Ich mag das nicht, wenn das so vollgestopft ist. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich den... Ausbrüter. Das haben wir. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Ich hab doch Zucker. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Okay, kann so ich, kann ich den Fisch auch nicht wiederbeleben. Egal, ich finde einen anderen Weg. Aber wie soll ich den denn wiederbeleben? Hatten wir hier euch was mit Strom? Ja, hier nicht. Also ich denke mal, euch mit Strom wiederbeleben, ne? Aber... Gadgets? Dass das als Organ sieht, aber das glaube ich nicht, ne? Ich muss über irgendwie... Hey, hier habe ich... Es tut mir... Wir akzeptieren nur... Müssen es eigene Organe sein? So steht es... Verdammt! Doch nicht. Hätte das sein können. Ich hab ja auch Flusen. Es tut mir wir Akten. So steht. Verdammt. Gut. Schredder. Ne, hier war nichts mit Strom. Lottomat. Ne, hier war nichts mit Strom. Also, ich halte mich wahrscheinlich jetzt einfach nur an Strom fest, weil ich dachte, so mit Elektroschock wiederbeleben. Oder hat das was mit den. Gibt's eine Karte? Mit dem Aquarium von Papa was zu tun. Ich bin mal kurz hoch.
Kann dich das dann nicht tun? Zu spät. Er ist schon tot. Okay. Papa, hilf nur mal. Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremde Leute angeschwindelt, um in ihre wohlverdienten Besitztümer abzuluxen? Hatten wir uns nicht ausführlich über Recht und Unrecht unterhalten? Eigentlich nicht, du warst nicht da. Auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle. Da hat ja auch nichts, ne? Haben wir ja alles weggenommen. Hast du was mit dem Anfang? Du siehst hungrig aus. Ich brauche keine Almosen. Ich habe alles. Hab ich dir etwa was? Okay, da will's auch nicht. Marktplatz, vielleicht der Apotheker. Vielleicht kann der mir helfen, den wiederbeleben. Mein kleiner Poldi ist krank. Er braucht dringend verschreibungspflichtige Medikamente, die sich auch zur biologischen Kriegsführung eignen. Darf ich mal tasten? Oh je, das sieht tatsächlich nicht gut aus. Ich muss ihren Poldi umgehend in Quarantäne stecken und die Seuchenschutzbehörde alarmieren. Kommt ja gar nicht in Frage. Poldi bleibt bei mir. Schade. Kann mir vielleicht der Angler noch mal helfen, wenn ich denen den Fisch zeige. Wie wäre es mit einem weiteren kleinen... Du hast schon den Tigerfisch, die Stille des Ortes und gefühlte Stunden meines Lebens genommen. Was willst du denn noch? Hast du Bargeld dabei? Verzieh dich. Da kümmern wir uns nicht, da wartet auf Google. Ich kann nicht hier, wenn nicht ohne Gott. Mülleimer, kann ich was weghauen? Für den Laien sieht das hier aus wie die perfekte Schnabeltierbrutstätte. Der Profi weiß aber, dass der Laie ein Idiot ist und lieber nach Hause gehen und Briefmarken stapeln sollte. Okay. Geh nach Hause. Das ist wieder mal ein Rätsel. 2000 Jahre später. Docks Werkstatt. War nur der weiße Eimer. Da war nur der weiße Eimer. Die haben wir, glaube ich, ganz am Anfang mal untersucht, aber können nichts machen, ja? Bin gespannt. Aber natürlich, ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit! Energiefluss sprengt die Skala! Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen! Einen Moment noch! Komm schon, Fischbert! Lebe! Lebe! Ich hab's geschafft! Er lebt! Rufus, verdammt! Ja, doch. Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Waren das gerade Portale hier? Halte durch, Frankenfisch. Halte durch, Frankenfisch. Doch zu Papa? Was zappelt da denn so? Oh, Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Ja, will ich doch.
Das Zappeln hat auch. Das heißt dann wohl, ich hatte mal. Oh nein. Also kommen wir nicht hier hoch. Okay. Beleben wir den nochmal wieder. Moment, ich hab die Idee. Aber natürlich. Ich könnte denn. Haben wir ja schön. Oh, hör so Energie heraus. Einen Moment. Komm schon, Fisch, lebe. 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 Ich hab's gefasst. Erlebt. Ich find's auch witzig. Verdammt. Ja. Was auch immer das war. Es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, sonst wird er... Ja, gucke hier, der hat doch eine Gefriertruhe. Machen wir einfach mal... Machen wir aus. Und dann haben wir doch Wasser, oder? Ist das Säure oder Wasser? Säure. Ich kann schon Zucker nicht tun. Ich komme darauf zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Ich muss meine Sachen nicht, will eine oder wofür auch immer. Halte durch, Frankenfisch. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Ich dachte, das war ja hier ganz gut, aber... Draußen? Hm? Was? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Halte durch, Frankenfisch. Jetzt geht's. Ah. Putzi. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Achso, ich müsste ihm wahrscheinlich immer Wasser geben, wenn... Lebt er noch? Noch einmal? Halte durch, Frank. Ich muss ihn irgendwo... Okay. Fischi, 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 tu mir rein. Halte durch, nicht der Aufruf. Was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot. Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium. Aber sofort. Kriege ich denn das da raus? Komm zu Papa. Ach so, einfach. Okay. Ich fand das schon lustig, ne? Ich glaube, hier war das Nest, ne? Ja, hier. Wie kriege ich den jetzt da hoch? Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Achso, da klettert alleine. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. So, jetzt haben wir ja alle Schnabeltiere gerettet. Jetzt müssen wir doch mal gucken. Dürfte doch kein Schnabeltier mal geben, ne? Kann man mit dem reden? Einen Augenblick bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Mich erstmal gar nichts. Erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Ich habe alles versucht, oh Namenloser! Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctus Oren Castidur. Ja, ich glaube auch, dass er wiederkommt. Ein guter Service. Mhm. Ich habe alle Schnabeltiere von der Speisekarte gestrichen. Stattdessen gibt es jetzt Rattenauflauf? Das behalte ich vielleicht für mich. Rattenauflauf? Warum nicht, ne? So, Lady Ghoul, komm her. Wir müssen doch jetzt mal... Ich
müsste dich jetzt auf den Rattenauflauf einladen. Wie es ein Gentleman du machen, schon oder? Wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Nein. Ja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Ich hab dich doch gerade eingeladen. Irrtum. Aber... Ich warte. Hiermit lade ich... Hiermit lade ich dich... Oh, durchlöchtige Prinzessin auf eine Erbsensuppe in förmlicher Form und die Nieren. Hiermit lade ich dich, o durchlauchtigste Prinzessin auf der Erbsensuppe, in förmlichster Form zum Dinieren ein. Oh, eigentlich mag ich dich. Leider hat dein Vater vergessen, dir Manieren beizubringen. Du hast Hunger, ich kenne ein angemessenes Restaurant. Worauf wartest du noch? Auf die förmliche Einladung. Ist das dein Ernst? Du verhungerst lieber, als einer formlosen Einladung zu folgen? Die richtige Form ist sehr wichtig, Rufus. Sie zeigt, dass man sich Mühe gibt, dass einem die Meinung der anderen wichtig ist. Mühe ist überbewertet und die anderen stinken. Oh, schade, Rufus. Eigentlich mag ich dich. Leider hat dein Vater vergessen, dir Manieren beizubringen. Hey, Baby. Jetzt geht es los. Ich geb's auch. Ich geh nochmal zu Papa. Warte hier. Ist natürlich. Gut, das er. Eine Klasse. Eine klasse Frau, wir wissen. Papa, muss man mal helfen. Er hätte nach Elysium gehen statt seinen. Ja, das haben alle schon gehört. Hey, Dad. Oh, was ist. Ich habe noch lange. Ich habe es geschafft. Die Speisekarte im Che Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Du musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in. Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Elysianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich. Für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also, bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö, das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Rufuse. Mit einem weiteren brillanten Manöver. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel. Schlimmpunzel, Schlimmpunzel. Ringel, Rangel, Runzel. Lass das mal lieber Papa machen. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Lass das mal lieber Papa machen. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Lass das mal lieber Papa machen. Weil wegen ist so. Ich wette, ich schaff das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlagen auch gesagt. Du hast 3 Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und 2 weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern.